Herzlich willkommen an der goldenen Pforte von Pforzheim. Vor einigen Jahren stand ich als krönender Abschluss des Westweges mit euch schon einmal hier. Heute starten wir zusammen den Mittelweg. Der erste Schritt von vielen auf einer langen Reise. Länger durch den Ort, aber jetzt scheinen wir den Rand erreicht zu haben. In der Mitte zwischen Engelsbrand und Langenbrand ein kleines Flüsschen im Wald. Aber ganz ehrlich, das hat eine so geringe Strömung und da schwimmen so viele Mücken und sonst irgendwas drin. Ich glaube, da werde ich mir das Friedhofswasser in Langenbrand gönnen. Da sind wir direkt bei einem sehr spannenden Thema: Wasser. Es ist Sommer 2023, die Temperaturen sind ziemlich hoch. In zwei Tagen soll es hier 34 Grad im Schatten werden. Und der Mittelweg ist teilweise eine Kammwanderung, wo man für locker 20 Kilometer am Stück, jedenfalls auf der Karte,
kein Wasser bekommt. Keine Ortschaft, kein Friedhof, kein Bach, gar nichts. Und ich bin mit meinem besten Equipment losgezogen. Da sind jetzt keine Experimente bei. Und ich habe zusätzlich zu den beiden 1 Liter Außentaschenflaschen die Möglichkeit, im Rucksack 3 weitere Liter mitzunehmen. Das muss reichen. Dann wird es allerdings auch schon ganz schön schwer. Aber so ist das eben, wenn man das im Hochsommer wandert. Der Mittelweg geht nach rechts und ich verlasse ihn jetzt kurz, weil der Friedhof ungefähr 150 Meter in diese Richtung ist. Bald wird die Sonne untergehen. Dass es schon so spät ist und ich noch nicht so weit, liegt daran, dass ich erst um 4 Uhr nachmittags in Pforzheim begonnen habe. Ich habe das mal ausprobiert, aus Düsseldorf tatsächlich mit dem Deutschland-Ticket bis nach Pforzheim zu fahren. Hat zwar 7 Stunden gedauert, aber tatsächlich alle Verbindungen diesmal top. Ja, bedeutet, ich werde jetzt noch hier ein bisschen in den Wald reinwandern und ich denke, die nächste oder übernächste Stelle, die sich eignet, dann auch tatsächlich für die Nacht in Betracht ziehen. Ihr seht es hier, etwas wenig inspirierender Weg, ja, aber rundherum sind die Wälder hier, das ist grandios. Und deswegen Wissen to go. Warum ist das hier nicht geeignet? Also erstmal müsste man Glück haben, weil es im Moment so eine leichte Hangnage hat. Aber selbst wenn ich hier was Ebenes finden würde, hier würde ich nicht mein Lager aufschlagen. Warum nicht? Das hier sind Dickungen. Ja, genau hier, das ist quasi das Wohnzimmer der Wildschweine. Da solltet ihr die Finger von lassen. Und zwar im eigenen Interesse. Bauweise ist identisch mit der Hütte von vorhin. Ich habe mein Nachtlager aufgebaut. Eine saudumme Sache. Ich liege auf dem Cuban Fiber Bonfus Innenzelt mit Mückennetz. Ja, warum liege ich da drauf und warum nutze ich das Mückennetz nicht, um mich zu schützen? Gute Frage. Ich habe einen sehr leichten, sehr kleinen Gegenstand zu Hause vergessen. Ich habe den auch nicht auf meiner Packliste drauf, weil ich das eigentlich nur für Schwarzwaldtouren mitnehme. Ich habe 10 Meter Dyneema-Schnur vergessen. Ja, die würde ich jetzt brauchen, um hier ein Seil quer zu spannen, damit man das Bonfus-Innenzelt oder ein anderes Innenzelt, ist ja egal welches, daran aufhängen kann. Ich glaube aber, für heute Nacht habe ich Glück, weil hier jetzt gerade keine Mücken rumschwirren. Essen werde ich nicht mehr. Ich habe vorhin schon einen Döner gegessen. Ich habe noch ein geschmiertes Käsebrot von der Fahrt. Deswegen wird jetzt hier heute Abend nichts mehr passieren. Hat mich gefreut, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Bis morgen, euer Felix.